Leute, ich würde sagen, das wär's mit Aufnahmeschluss. Ich werde wieder ein bisschen müde und ich werde es privat versuchen. Ich werde nicht spicken oder so. Wir sind schon ein bisschen weitergekommen. Und ja, mal schauen, ob ich dieses Rätsel hier entschlüsseln kann. Und ja, Leute, wir sehen uns. Leute, wir werden diese Woche dieses Rätsel lösen. Und ich habe nämlich ein bisschen rumprobiert und ich weiß ungefähr, wie das geht. Und mal schauen, ob wir es diesmal schaffen. Und ja, beim Umgucken ist mir nämlich was aufgefallen. Und zwar gibt es ja nämlich einen Gegenstand. Ich habe nämlich vergessen, was es nochmal war. Ich habe auch vergessen, wo das nochmal war ungefähr. Irgendwo rechts. Ja, genau, sowas. Was ist das? So ein, keine Ahnung, Aufzeichnung oder so. Wir gucken mal, was das ist. 1 von 5. Okay. Das heißt, es gibt insgesamt 5 davon und wir müssen noch 4 Stück davon finden. Und dann habe ich tatsächlich vergessen zu speichern. Beziehungsweise nicht vergessen zu speichern. Ich wollte es euch jetzt nämlich zeigen. Von dem her habe ich es deswegen nicht gespeichert. Naja. Gut. Jetzt habe ich es gespeichert. Und hier. Draußen nämlich sehr windig. Und der Punkt ist nämlich, wir müssen beim Rätsel schleichen. Wie dieses Knatschen so. Alter. Das kennen wir schon. Bla 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 bla. Und wir müssen nämlich auf die Geräusche achten und dementsprechend in Richtung X gehen. Und ich habe wahrscheinlich alles vergessen. Wir müssen aber nicht rennen. Wenn wir rennen, ist direkt Game Over. Das heißt, wir müssen schrittmäßig laufen. Das kann ich euch nämlich zeigen. Ja, was das Gesicht, ne, das Gesicht vor allen Dingen, was das Gedicht nämlich besagt, wir müssen nämlich auf die Geräusche achten. Einmal müssen wir dann zurückgehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zuerst war, nach dem ersten Geräusch und nach dem zweiten Geräusch. Denn er beim zweiten Geräusch kam ein Hund oder so. Wir können nur schrittmäßig laufen. Dann passiert uns nichts. Gar nichts. Nichts kommt. Genau jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Soll ich nach links oder zurück? Okay, ich kann zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück. Nochmal zurück, nochmal zurück. Alles klar. Passiert nichts. Also ich kann einfach so, so laufen. Okay, das war ein zu viel. Das heißt, zurücklaufen ist vollkommen falsch. Gut, das können wir merken. Ich wurde nur nicht erwischt, weil ich nämlich den gleichen Weg wieder zurückgelaufen bin. Aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Weg richtig ist. Gut. Das ist schon mal sehr gut, dass ich es herausgefunden habe, dass wir nur schrittmäßig laufen sollen, beziehungsweise gehen sollen, also nicht unbedingt rennen oder so. Gut, jetzt müssen wir noch im Gedicht gucken. Ja, was tun wir, wenn der Rabe kräht? Mal gucken. Ja, okay. Schau mal kurz. Gedicht sagt. Ja, wo? Wir brauchen Schlüssel. Direkt, definitiv. Okay, bla 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 bla. Bla 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 bla. Genau, dieses Schirpen ist, glaube ich, von der Rabe. Ja. Das hat uns so viel geholfen. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich bin ich nach links gelaufen. Also Mitte geradeaus ist schon mal richtig. Dann kommt ein Rabe. Wie jetzt zum Beispiel. Ich gehe mal nach links. Dann kommt ein Hund. Geradeaus. Geradeaus ist richtig. Vielleicht kommt noch ein Geräusch. Okay, ich war zu weit. Man hat nur nichts gesehen, weil ich im Schatten stand. Also der oder der, die das, keine Ahnung, er sie es, hat. Ja, toll. Okay, Speicherstand 9. Kann mal passieren. Keine Ahnung. Reaktionsdruck. Passiert mal. Aus Reaktion einfach mal auf Space zu drücken. Ich finde es nur schade, dass hier die Zeit nicht.
Alter, das hat mich ein bisschen erschrocken, dass die Zeiten hier nicht stehen. Auf jeden Fall Nummer 9 habe ich gemerkt. Es ist sehr windig. So, jetzt können wir rennen. So, wir dürfen auf jeden Fall nicht rennen, ansonsten haben wir den Salat. Okay. Wir dürfen dann gar nicht geradeaus, wenn der Hund bellt. Gedicht verstanden. Gut. Rabe nach links. Ganz langsam. Nach links. Wir dürfen nicht mehr geradeaus, ansonsten werden wir erwischt. Ich könnte nach rechts, aber vielleicht ist das falsch. Wir gehen mal nach unten. Ist auch falsch. Alles klar. Oben und unten ist falsch. Das heißt, wir müssen quasi wieder nach rechts. Kann das sein? Ist nämlich das Problem. Manchmal steht laut unten. Und ja. Deswegen klicke ich einfach mal so instant, spontan, keine Ahnung, und dann passiert das, dass ich einfach mal wieder zurück ins Menü komme. Und das ist auch ein bisschen, keine Ahnung. So. Gut, erstmal kommt das krähende Rabe. Dann nach links. Und ich kann nicht nochmal nach links, weil da eine Wand ist. Nach rechts. Passiert nichts. Die Frage ist, was soll ich jetzt machen? Ich konnte, wenn ich nach links bin, nicht nach oben und nach unten. Vielleicht kann ich jetzt nach oben. No. Kann ich nicht. Okay, das heißt, ich kann dann nicht nochmal nach oben. Ich versuche mal ganz weit wieder nach rechts zu gehen. Vielleicht klappt es dann. Also, ich bin froh, dass ich nicht die ganze Zeit versucht habe. Ich meine, es wäre total langweilig, wenn ich instant die Lösung rausgefunden habe. Dann brauche ich das Spiel eigentlich nicht mehr zu spielen, wenn ich alles schon weiß. Aber naja, okay. Gehen wir nochmal geradeaus. Ja, ich habe keine Ahnung, was das für ein Biest ist. Jens, Schatten? Ich nenne es einfach Schatten. So. Krähen, Hund. Ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten. Ich kann nach links, ich kann auch nicht nochmal nach rechts. Das ist blöd. Das heißt, wir haben nämlich keine andere Wahl, als den gleichen Weg wieder zurückzulaufen. Vielleicht kommt da noch ein Geräusch. Wenn aber gar kein Geräusch kommt, dann haben wir ein kleines Problem. Vielleicht soll ich in dem Punkt, wo ich dort links nämlich gestanden bin, auf Space drücken. Vielleicht kriegen wir den Schlüssel. Vielleicht kriegen wir tatsächlich einen Schlüssel. Kann ich mal ausprobieren. Ich meine, ich habe tatsächlich nicht mit Wänden interagiert. So, wir machen das nochmal. Vielleicht werde ich dann wieder sterben. So, ganz langsam. Krähen, Hund, Space. Passiert nichts. Nach links geht, passiert nichts. Ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten. Ich kann in der Mitte, ich kann jetzt immer noch nicht nach oben. Ich kann nicht nach rechts. Das heißt, ich kann nach unten. Kommt noch ein Geräusch? Wahrscheinlich gar nicht. Nur ein Knatschen. Ja, das war mein Fehler. Da war ich wirklich einen Schritt zu weit. Das heißt, wir müssen nochmal das Gedicht kurz lesen. Vielleicht steht da irgendwo ein Punkt, was wir hätten machen können. Vielleicht einmal um den Kreis drehen, was eigentlich nicht geht. Oder ich weiß nicht. Während des Untengehens ist Space drücken. Mal schauen. Ja, das Rätsel. Also wir sind beim Hundegeräusch angekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, wir müssen. Also laut diesem Teil des Gedichts müssen wir erstmal nur nach geradeaus gehen. Haben wir. Ja. Dann sind wir nach links gelaufen. Okay, wir sollen nicht beten. Das östliche
Das ist ja komisch. Ich kann daraus jetzt nicht wirklich was interpretieren. Nur wir haben östlich. Wir können aber nicht nach Osten gehen. So, wir haben das Schirpen. Dann der Hund. Ich könnte einfach stehen bleiben. Vielleicht passiert etwas. Ich weiß es nicht. Irgendwie bin ich ein bisschen nach rechts gegangen, aber ich glaube, das ist normal. Ich weiß es nicht. Ich gehe einfach mal nach geradeaus. Jetzt kann ich nach geradeaus. Alles klar, vorhin hat es nicht geklappt. Vielleicht sollen wir wirklich nur ein bisschen stehen bleiben. Oder ich habe gerannt, gelaufen. Was war das denn? Ich krieg gerade wirklich Gänsehaut, Alter. Okay. Jetzt steht hier oben Back to Menu und dann unten Load. Das ist sehr gruselig. Sehr, sehr gruselig. Dieses Klaviergeräusch. Okay, wir sind schon bis dahin angelangt. Das ist gut. Was sollen wir denn dann machen? Das hört sich so an, als wäre da irgendwie eine Tür oder so. Vielleicht soll man dann Space drücken. Ich kann aber dann nicht nach links laufen. Also gegen die Wand, dann gibt es Game Over. Okay. Gut, das heißt, wir müssen danach nach oben. So, Rabe. Ding. Ich bin aber nach rechts gegangen, wieder nach links. Dann nach oben. Was soll ich dann machen? So, ich kann nicht nach links. Ja. Ja, rechts. Tot. Okay, rechts, links, tot. Ich könnte nochmal versuchen, nach links laufen. Vielleicht bin ich einen Schritt zu weit nach oben gegangen. Kann ja auch sein. Aus Reflex. Okay, jetzt steht oben wieder laut. Da muss man echt aufpassen. Vielleicht denkt das Spiel, ja, du hast viel verloren, also geh bitte wieder ins Menü. Ja. Okay, so weit sind wir schon. Vielleicht müssen wir einfach weiter nach oben laufen. Kann auch gut sein. Wir müssen ja irgendwie nach oben weiterkommen. Nehme ich mal an. Krähe, Hund, zurück, links, oben. Nur nicht gedrückt halten. So. Okay. Nach links kann ich nicht, dann gibt es einen Bung. Rechts kann ich nicht. Und dann steht oben Back to Menu. Wahrscheinlich nur wegen dem Klaviergeräusch gehe ich dann direkt oben zurück zum Menü. Okay, das heißt, ich versuche mal einfach nach oben zu laufen. Also, wenn rechts und links nicht klappt, was sehr komisch ist. Moment, wenn die Glocken läuten. Wenn die Glocken läuten, sind das Glocken? Kann das sein? Sind das Glocken? Da ist die Tür. Okay. Die Tür ist irgendwie zugegangen und dann sind wir nach rechts geschoben worden. Sind wir nach oben gelaufen? Nee, wir können nach oben laufen. Was kommt jetzt? Die Glocken läuten. Jetzt läuten die Glocken. Rechts sind wir tot, ne? Nee, sind wir nicht. Wieder eine Scheißtür. Okay, was hätten wir dann machen können? Dann nach oben? Schon wieder! Jedes Mal die Glocken.
Das wäre noch miese gewesen, wenn dann der Speicherstand weg wäre. Das wäre wirklich creepy. Naja. Ich denke nicht, dass ich da irgendwas rausschneiden muss. So pingelig bin ich auch nicht. Ich meine, hat auch ein bisschen lustigen Effekt, denke ich mal. So, wir wissen das jetzt. Wir einfach instant nach oben. Wahrscheinlich müssen wir nach oben blicken. Vielleicht. Aber wahrscheinlich werden wir dann auch sterben. Aber probieren wir über studieren. Wir blicken erstmal nach oben, damit wir es eben versucht haben. Okay. Ja, wir haben die Tür gehört. So. Wir haben nichts vergessen. Ich hoffe. So. Hund. Na. Scheiße. Ich war einen Schritt zu weit. Das passiert. Wir müssen einfach weiter geradeaus. Wir müssen aber stehen bleiben. Die wollen mich nur verarschen. Man hat auch dieses Türgeräusch gehört. Nachdem wir auf Laden geklickt haben. Das ist auch sehr creepy. Als will er uns loswerden. Dieser Schatten. Ich frage mich, was Harper E macht. Das Haus ist nämlich ultimativ groß. So. Bumm. Die Tür ist jetzt zu. Und dann können wir nach oben. Ah. Ganz langsam. Nicht, dass ein Geräusch 20 Sekunden später kommt. So, die Glocken läuten. Wir warten erstmal. Wir hören nichts mehr. Jetzt können wir nach rechts. So. Die Tür ist auf. Können wir nach oben? Nein. Alles klar. Man hat den Schatten links nach rechts gesehen. Wahrscheinlich, weil wir den Schatten nicht gesehen haben. Haha. Jetzt kriegt er mich nicht. Ich frage mich, was das für ein Schatten überhaupt ist. Okay. Zumindest wissen wir, was wir tun müssen. Wir sind aber schon sehr weit gekommen. Die Frage ist nämlich, wo müssen wir denn hin? Müssen wir nämlich den gleichen Weg wieder zurück? Das wäre krass. Also ich werde dann sowas von verkacken, wenn wir den exakt gleichen Weg zurückgehen müssen. Ich hoffe nicht. Irgendwann müssen wir den Schatten irgendwie enttarnen. Wahrscheinlich ist es wirklich nur ein Schatten oder unser Schatten. Ich weiß es nicht. So, Krähe. Wuff. Rechts, links. Dann nach oben. Gleich müssen wir warten. Ja. Jetzt können wir weit nach oben. Ich wollte schon sagen. Und nur nicht gedrückt halten. Sonst gibt's Game Over. Jetzt läuten die Glocken. Wir dürfen nur nicht laufen, zur Sicherheit. Und letztlich nach rechts. Die Tür ist auf. Die ist nicht. Mies. Sehr mies. Jetzt habe ich ein Problem. Ich kann entweder nach rechts gehen oder nach unten. Ich kann nicht in die Diagonale laufen. Wenn ich nach unten gehe, gibt es bestimmt Game Over, ne? Yep. Alles klar. Das heißt, ich muss weiter nach rechts gehen. Und warten, bis die Glocken läuten. Vorhin bin ich nach rechts gegangen. War aber zu voreilig. Ich war extremst voreilig. Und deswegen Game Over. Ich mag dieses Rätsel. So, das heißt, alle Schritte normal und warten. Wir müssen hier wirklich sehr geduldig sein. Extremst geduldig. So. Geräusch? Ja.
Ich warte einfach. Langsamer, langsamer bitte. Langsamer. So. Wuff. So, jetzt kommen wir weiter. Wir warten jetzt einfach. Nichts. Jetzt. So. Und dann. Der ist wohl wahrscheinlich sehr entnervt, weil er uns irgendwie nicht kriegt. Jetzt können wir weiter. Vielleicht kommen noch die Glocken dazu. Was scheiße ist. Glocken. Yes. Wir müssen warten. Okay, kommt nichts mehr, ich hoffe. Jetzt kommen wir nach rechts. So, die Tür? Die geht dann zu. Dann kommen die Glocken. Wir warten. Vielleicht kommt noch dieses Beast Schatten. Keine Ahnung, was für ein Ding. Nope, der sagt nämlich gar nichts. Jetzt müssen wir nach rechts. Passiert nichts. Ah, okay, gut. Da ist etwas unter dem Teppichboden oder keine Ahnung. Ist das das? Ah, noch ein rostigen Schlüssel. Wir haben dann insgesamt genau drei rostige Schlüssel eingesammelt. Respekt. Hallo? Wir haben jetzt genau zwei rostige Schlüssel. Das ist sehr komisch. Hätten wir den anderen nicht einfach finden können? Ja, ich bin nicht tot, ne? Ich speichere erstmal. Mir ist alles egal, ich speichere erstmal. Puh. Gut, da haben wir es. Jetzt kann ich rennen. Jetzt kann ich rennen und sterben. Ich kann rennen und sterben. Mir passiert nichts. Okay, schon gut. Jetzt passiert mir was. Hätten wir eigentlich nicht einen anderen Schlüssel verwenden können? Habe ich das nicht schon mal probiert? Habe ich das? Wahrscheinlich sind es genau zwei verschiedene rostige Schlüssel. Aber die wurden nicht differenziert. Sehr interessant. Ich habe einen Schlüssel. Großartig. Nun öffne die Tür. Ich frage mich, wer das ist. Was passiert? WTF, wir haben die Tür aufgemacht und gar nichts passiert. Was? Was ist das da? Okay, wir haben ein bisschen Licht gemacht. Oder keine Ahnung. Das ist auch sehr komisch. Also, falls da wieder in die Szene kommt, wird da nur ein schwarzes Bildschirmbild auftauchen. Weil ich irgendwie keine Szenen aufnehmen kann. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Und wenn das wieder passiert, dann werde ich einen Link in die Beschreibung tun, der diese Szene enthält. Ich weiß es nicht. Kriege ich hier. Ich glaube, ich kriege keine Charms mehr, oder? Doch, wir haben Charms gekriegt. Das ist auch sehr komisch, weil. Wenn es tatsächlich noch. Was war das denn? Das sah eben sehr komisch aus. Wenn es noch Kürbisse gibt, dann waren die wirklich nicht exklusiv für diese Welt. In Anführungsstrichen diese Welt. Okay, gut. Was müssen wir machen? Stimmen. Dunkler. Geräusch.